Also angehende Ingenieurinnen, Ingenieure sollen natürlich programmieren können, zum Beispiel MATLAB. Profis werden erkennen, das handelt sich jetzt hier nicht um MATLAB. Ja, aber das alleinige Lernen der Programmiersprache ohne konkrete Anwendung ist irgendwie ziemlich abstrakt, wenig greifbar und kann schnell langweilig und demotivierend sein. Deshalb wäre es eigentlich schön, was Konkretes zu haben, ja, etwas Spannung, was zum Spielen, vielleicht ein bisschen Schokolade. Okay, auf die Schokolade müssen wir bestimmt verzichten, aber so ein bisschen Spiel und Spannung wäre sowohl für die Studierenden als auch für die Lehrpersonen gar nicht so verkehrt. Ja, und deshalb geben wir unseren Studierenden im Projektseminar Elektrotechnik, Informationstechnik in Klammern Lego Mindstorms, wie es offiziell heißt, und der liebevolle Working Title ist so Lego Praktikum, geben wir ihnen als Vehikel zum Programmieren lernen so einen Lego-Kasten mit allen möglichen Teilen, mit so einer Programmiereinheit, die man da oben sieht, ein paar Motoren, Sensoren für Druck, für Licht, für Farben, Beschleunigung und so weiter. Und eben die Aufgabe, sich daraus in kleinen Gruppen, in diesem zweiwöchigen Blog-Seminar, eine Maschine, einen Roboter zu überlegen, zu konstruieren, zu bauen und zu programmieren, der eine mehr oder weniger sinnvolle Aufgabe erfüllt. Ja, und diese selbstgestellte Aufgabe sorgt natürlich für eine hohe Identifikation mit dem Projektziel und auch eine hohe Motivation bei der Umsetzung. Es geht dann los mit so einer super Kurzeinführung in MATLAB. Dafür nutzen wir diesen MATLAB On-Ramp-Kurs, den es online gibt. Den bearbeiten die Studierenden dann in individuellem Tempo und mit eigener Schwerpunktsetzung und ja, haben dann so eine Idee, wie eben MATLAB erstmal so ganz grob funktioniert. Dann gibt es eine ebenso super Kurzeinführung in die Programmierung der MATLAB und oder die Ansteuerung der MATLAB-Motoren und das Auslesen der Sensoren. Da gibt es eine Toolbox von der RWTH Aachen, die wir dann nutzen, die eben direkt am MATLAB ankoppelt. Ja, sodass die Studierenden dann irgendwie eine Idee haben sollten, was kann man damit machen und dann eben sich eine Projektidee überlegen. Die sollte natürlich einigermaßen originell sein, attraktiv. Ideen dafür finden die Studierenden natürlich in diesem Internet, ja, in irgendwelchen Foren, auf großen Videoplattformen. Überlegen sich dann was, wie sie vielleicht auch eine vorhandene Idee oder irgendwie was Cooles selber umsetzen können. Und ein sehr spannender Moment in diesem Praktikum sind dann immer die Kick-Off-Präsentationen für uns als Betreuende am Ende der ersten Woche, weil die Studierenden da, ohne schon erste Ergebnisse zu haben, aber ihre Projektidee vorstellen und wir dann eben so abschätzen können, wie betreuungsintensiv wird das in diesem Jahr werden und sind vielleicht Projekte ja ein bisschen zu simpel, kann man die vielleicht noch irgendwie aufbohren oder klingt das viel zu überambitioniert und man muss das irgendwie abschwächen. Ansonsten denken sich die Studierenden immer super kreative Sachen aus. Wir haben alle möglichen Flaschengetränke, Pfandautomaten gehabt, Musik- und Melodieroboter, Farbsortierer, ein Roboter, der eine Kaffeemaschine bedient, ein Bewässerungsroboter für die Fensterbank, ein Cube-Solver, der Rubikswürfel löst und so weiter. Da das Ganze in einem hybriden Format seit der Pandemie stattfindet, laden wir die Studierenden auch ein, sich über einen anonymen, pseudonymen Social-Media-Account, zum Beispiel bei Instagram, auszutauschen, jeden Tag ein paar Fotos oder ein kurzes Video zu posten, um auch so ein bisschen durch so ein öffentliches Schaufenster zu zeigen, was wir da so machen. Und es gibt dann jeden Tag eine kleine Tageschallenge, zum Beispiel so den aktuellen Struggle oder die Herausforderung im Seminar in Form eines Memes darzustellen. Ja, Studierende beschäftigen sich ja nebenbei auch ein bisschen mit urheberrechtlichen Fragestellungen, ich sag mal so niederschwelliger Wissenschaftskommunikation, Darstellung von Technik in den Medien und so weiter. Funktioniert eigentlich ziemlich gut und sowas wie IEEE, VDE, die können da auch mal reinschauen. Dann gibt es zur Mitte der zweiten Woche Zwischenpräsentationen, in denen die Studierenden ihren aktuellen Projektfortschritt vorstellen und wir dann nochmal so vielleicht letzte Tipps praktisch für den Zielsprint geben, was man vielleicht schlussendlich noch am Projekt verbessern kann. Und krönender Abschluss sind dann am Ende der beiden Wochen die Abschlusspräsentationen, die wir auch seit der Pandemie recht aufwendig produzieren aus einem Studio der Uni. Ich sitze da mit ein paar Studierenden, moderiere das. Dann gibt es einen Livestream bei Twitch, wo eben auch andere Kommilitonen, Angehörige, Freunde, Bekannte, Familie mal irgendwie mit reinschauen kann und das auch sehr gern wahrnehmen, diese Möglichkeit. Ja, und die Studierenden präsentieren dann eben in ihren Gruppen ihre Projekte. Und das Schöne an diesem Seminar ist eben, dass jederzeit sehr agil gearbeitet wird, weil natürlich immer irgendwas nicht funktioniert, ja, und man immer sich irgendwie kreative Fehlerbehebungen, Workarounds irgendwie überlegen muss und ja, sehr ingenieurnah arbeitet. Und nach dem Abschluss des Seminars haben die Studierenden nochmal 4 Wochen Zeit, die wichtigsten Ergebnisse
für die Nachwelt festzuhalten in einem kurzen Paper und die veröffentlichen wir dann über das Open Journal System der Universitätsbibliothek, so richtig mit DOI und ISSN unter einer Creative Commons Lizenz, sodass Studierende auch ganz stolz sagen können, nach dem ersten Semester, praktisch nach diesen 2 Wochen, das ist meine erste wissenschaftliche Veröffentlichung. Fragen, Ideen, Anregungen dazu gerne an Tisch 2. Dankeschön.